Seid gegrüßt, du Leute, herzlich willkommen. Neue Runde von Shrouded. Hier wartet wieder irgendein fieses Abenteuer im Miasma auf uns. Frage aus dem Livestream Chat. Ich weiß es nicht. Ich habe Valheim nie gespielt, deswegen habe ich keine Ahnung. Falls du jetzt die letzten paar Minuten dabei warst, also hier ist das Home. Hier war die Hütte, wo ich wieder gespawnt bin. Und wir sind jetzt gerade hier. Und wenn man hier guckt, das ist das theoretische Karten. Größtenteil. Wobei man sagen muss, es ist noch Early Access, die ganze Karte ist noch nicht mit Leben voll. Also das wäre, glaube ich, auch echt zu heavy. Bisher spielt sich ja alles irgendwie in diesem Bereich ab und da sind wir schon viele, viele Meter gelaufen. Also die Karte ist echt ziemlich groß, aber noch nicht komplett mit Leben gefüllt. So, aber hier unten wird es irgendwie mit komischem Leben gefüllt sein, deswegen gehen wir da mal runter, ne? Das tut schon weh. Da unten ist irgendwo so ein Elixierbrunnen, Miasma-Wurzel-Quatsch. Ach, mir fällt auch gerade ein, ich hätte doch beim letzten Mal relativ viele Erfahrungspunkte gekriegt. Die habe ich alle noch gar nicht verteilt. Ich hätte nur gerade oben in der Schutzzone machen können, aber jetzt zu spät, ne? Da hinten ist es. Ekligen. Was? No joke. Ich krieg doch das. Alter, bin abgerutscht. Alter. Gott, schlechteste Shrouded-Spieler ever hier am Start. Ja, müssen wir uns wohl wiederbeleben. Zum Glück waren wir bei dieser komischen Flamme gerade eben, da kommen wir jetzt wieder. Und nach Möglichkeit ist unser Equipment, was wir mehrfach jetzt irgendwie verlieren, nicht ganz so weit weg. Diesmal klettern wir hier auch runter. Ja, ich fällt einem nichts mehr zu ein, ne? Also Survival Game, wo es darum geht, ne? Survival, ne? Na, übe ich nochmal ein bisschen vielleicht. Abrutscht. Ich war noch gar nicht so weit an der Kante, eigentlich. Gut läuft der Bugelige so langsam. Ich bin auch nur Level 3 Bugelige, also ist nicht so schlimm. Gedacht. Und jetzt stehe ich da, ne? Warte mal, ich brauche ein Getränk. Ah, ist ja gut. Feuer schon ab. Dabei wollte ich doch nur Salz holen. Bin ich hier richtig? Gibt's hier Salz? Thank you.
Kiefer-Kupfer-Kurzbogen. Scheint aber auch nicht besser zu sein als der Mariner. Noch 4 Schrottpfeile, dann war es das. Und gleich keine Energie mehr, dann war es das nämlich auch schon wieder. Nehme ich. Boah, hau weg das Ding. Wollte ich denn eine Erfahrung? Nein, habe ich nicht. Habe ich gerade gesagt. Ich muss ja vergessen. Ich habe auch nicht welche gesammelt, aber noch keine verteilt. Und jetzt gibt es noch einen neuen. Dann lohnt sich das aber demnächst auch richtig. Erst habe ich damit geglänzt, regelmäßig Leben zu verlieren. So, wirkt doch schon gleich ein bisschen entspannter hier, ne? So wirklich ein Krabbenspawner ist hier. Rüstiges Schwert brauche ich nicht. Das Breitschwert auch nicht. Neue Pfeile brauche ich. Kann ich nicht, weil ich meine. Das ist noch nicht aufgesammelt habe. Ich habe meine Küppe noch gar nicht aufgesammelt. Da oben. Mich in Ruhe. Gefährlich aus, ne? Nicht nix. Nur hier bin ich abgerutscht eben. Uha, Leute. Mein Inventar ist wieder komplett voll, ne? Passt. So, also das unten haben wir hier geschafft. Ich wollte aber da drüben auch noch irgendwie eine Truhe, die ich gerade eben gesehen habe. Ich jetzt aber rüber, wo hier kann ich eigentlich rüberlaufen, ne? Bin ich wieder da drüben. Hallo. Ich auch. Nicht. Laufen noch so ein paar Käfer rum. Ah, die Truhe dachte ich noch. Genau, die wollte ich noch mal abgreifen. Da muss irgendwas Tolles drin sein hier unten, oder?
Nö. Leider nicht. Bin nicht so der Zauberkünstler hier. Da spawnt keiner mehr. Hallo. Mehr gesprochen, ich glaube. Bin ich denn hier bloß gelandet? Hier schon wieder im Jasmin-Mist. Salz, ne? Naja, da war noch ein Witzel drin. Muss mal kurz Map checken. Mann. Sollte mal kurz noch mal wieder alles mal zu mir nehmen. Einmal Wasser trinken, schönes Stück Fleisch und eine Beere. Ja, hau dich mit Pilzen, hau dich mit Pilzen. Raus hier, noch ein alberner Zauberstab. Wie wär's noch mit noch tolleren Bögen oder so? Tag. Ja, auch ein Tag. Alles. Gar nicht, was bringt das eigentlich? Bringt mir das selber irgendwie noch eine Miasma-Zeit? Nie so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Gefühlt bin ich hier rum. Also raus hier, ne? Draußen ist auch schön hell. Wenn wir hier draußen noch viel besser gucken.
Macht ja wenig Sinn, die Dinger kommen ja wieder beim nächsten Mal. Und hier ist auch schon wieder gleich Miasma. Ja, ist ja nicht, ne? Gib mir deine Gebeine. Take it all. Hier wohl rauskommen. Nee. Da muss auch was Tolles drin sein, oder? Feuersteinfall. Flamme. Such. In die Richtung weiter. Schwert ist viel zu schwach. Geht's nur wieder runter. Ich möchte da, glaube ich, hoch eigentlich. Runterrutschen, einfach hochspringen. So, in die Richtung. Auch ein Fragezeichen. Hier sind ja schon wieder so landwirtschaftlich aus. Trocknete Mais. Große Felder. Also kann man sehen, wie man später große Felder anlegen kann. Richtig Wasser gibt es in dem Spiel noch nicht. Erntegehöft. Wenn du die ganzen Felder hier voll machst, kannst du hier richtig ordentlich ernten. Kurz überlegt. Nein.
Mein Rucksack ist jetzt schon voll, Leute. Ja, Erde löschen wir. Drei Nägel. Lehrlingszauberstab brauche ich nicht. Zerlegen wir. Hirte des Donners brauche ich nicht. Zerlege ich erstmal. Trotz 35. Muss aber eigentlich gut sein, oder? Das ist Stufe 3. Toll kann das eben auch nicht sein. Ich habe auch viel zu viel von diesen Brutlingsbeine. Weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Löscht dich. Löscht mir erstmal, allerdings können wir überall abbauen. Knochen habe ich auch genug. Pfeile, Pfeile. Ja, und dieses komische Pfeil. Auch kein Mensch. Beere zu Beere. Und schon haben wir ein bisschen Platz. Aber ich wollte zum Salz. Salzminenstandort. Das ist dahinter eigentlich. Der Berg. Der Berg und dahinter noch. Der läuft ein bisschen weiter. Hab mich trotzdem noch erwischt. Alte Knochen. Dann sind Tomaten. Falle ist. Könnte eine Falle sein. Ich bolze. Schönen Keller hier. Hallo? Oh, die Bude hier kurz und klein. Wenn sie nichts dagegen haben, was ist das? Oh, da lag Salz. Öffnen. Ich habe ihn tief vergraben. Gestern kamen sie wieder im Scharen, sonnengewerbte Heiden. Sie verreckten ihr Körper jedes Mal, wenn sie vor Göttern ihre Idioten überhaupt knien. Vielen, vielen Dank für den Support. Charlie Potter, vielen Dank für den 12. Monat. Danke dir. Quest aktualisieren. Die Saat des Argbohns. Schatz auf einem eingezäunten Hinterhof bei dem Unter... Stand so. Mich halten Sie nicht zum Narren. Ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäunten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Dort werden Sie ihn nie finden. Nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich schlafen. Da müssen wir irgendwas ausgraben, oder? Eingezäunten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Oder ist es das gewesen? Das, was wir gerade eben schon gefunden haben. Ih, das ist Schlamm. Hier ist es doch. Den werden wir nie finden. Er ist gut versteckt. Mensch. Den werden wir gar nicht sehen. Routine, naja.
Hätte sie doch besser in der Hand behalten. Schlamm. Guck mal, Schlammfüße. Wieso ist mein Rucksack schon wieder voll? Ich nehme doch hier normales Holz mit, oder nicht? Gedönst. Was? Das. Die zerlegen. Oh, das sieht besser als das, was ich gerade in der Hand habe. 33er Schaden. Habe ich aber voll abgelevelt. Den 21er Schaden. Ich glaube, es gibt noch bessere Waffen. Ich darf echt nur noch wichtiges Inventar mitnehmen. Da waren wir, da haben wir. Also so richtig im Haus waren wir noch nicht so richtig, ne? Ja, es ist. Alter, die ekligen Viecher, ja. Fellfetzen. Schon sind wir wieder voll, Leute. Also ein Schnellreisepunkt geht ja in dem Sinne nicht. Ich bin ganz schön weit weg vom Home. Ich bin auch schon ganz schön weit weg von der Zeit, liebe Leute. Von daher vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. In der nächsten Folge machen wir weiter hier, ne? Mal schauen, was uns dann erwartet. Bis dann, vielen Dank und tschüss.